Ein buntes Showprogramm auf der Bühne am Markt war am vergangenen Rosensonntag in Kreutsch sozusagen das Warm-up für den bevorstehenden großen Karnevalsumzug des Kreutscher Karnevalclub von 1965 e.V. Zahlreiche Besucher hatten sich hier schon eingefunden und konnten unter anderem die Funkengartel des GCC erleben. Bei der traditionellen Schlüsselübergabe, die hier nicht am 11.11., sondern am Tag des Festumzuges stattfindet, übergab Bürgermeister Mike Kunze symbolisch das Rathaus an die Närrinnen und Narren. Ich gebe den Schlüssel gern aus den Händen und werde mich heute nur mit einer kurzen Rede an euch wenden. Der Grund ist einfach und schnell erklärt. Meine Rede im letzten Jahr hat einige zu sehr empört. Es gab Beschwerden und diese nehme ich mir zu Herzen. Ich werde in diesem Jahr nicht mehr über die Flachzange in Berlin spotten und scherzen. Auch ich. Höhepunkt des Tages freilich war der große Karnevalsumzug mit zahlreichen Wagen und vielen Gästen auch von befreundeten Karnevalsvereinen aus der Umgebung. An die Spitze des Umzuges setzten sich das Junior-Prinzenpaar und das Prinzenpaar standesgerecht im Cabrio, trotz Nieselregen. Und dann ging's richtig los. Mit ordentlich lauter Musik, viel Rauch und Süßigkeiten für die zahlreichen Kinder am Straßenrand setzten sich die fantasievoll gestalteten Gefährte in Bewegung.
so ging es natürlich feuchtfröhlich weiter und alle Närrinnen und Narren freuen sich schon auf das kommende Jahr, wenn es zum 60. Jubiläum wieder heißt Gretsch Oho!